Moin und Servus, verehrte Freilaufherde. Ich lese das in den Kommentaren immer wieder. Oh, jetzt wird's aber philosophisch. Äußerst interessanter philosophischer Ansatz. Da ist ja schon Philosophie. Oh, jetzt wird er wieder philosophisch. Und ich wollte gerade auf so einen Kommentar antworten, habe ich gedacht, ich mache ein Video draus, denn ich habe zwei wichtige Dinge. Warum Menschen das schreiben und warum das oft so philosophisch wirkt und was da vielleicht hintersteckt, was da für Nutzen und so weiter und Intro. Zwei Dinge in diesem Zusammenhang zu diesen Kommentaren möchte ich gerne mit euch in diesem Video besprechen. Und ja, es hat auch natürlich immer auch irgendwas mit Freilauf zu tun, gar keine Frage. Erster Punkt, ich glaube, dass diese Etikettierung von das ist jetzt philosophisch für viele Menschen einen Zweck hat. Und ich glaube, ich habe das früher auch gemacht, nämlich bei allem, was für mich, ich sag mal, in Richtung Wahrnehmung ging, was in Richtung Spiritualität ging, was in Richtung Achtsamkeit ging, Spüren, Fühlen, Seele, all diese ganzen Themen, das war für mich nämlich alles Esoterik. Das habe ich alles da reingetan in diese Kiste und oder in dieses Zimmer und diese Tür musste ich halt nicht aufmachen, denn Esoteriker, das waren ja immer alle anderen und ich, wirklich weit weg von Esoterik und das bin ich auch. Ich wusste nur nicht wirklich, was Esoterik ist. Und wenn ich mich damit so gar nicht identifiziere oder sogar das Gegenteilige annehme zu sein, dann muss ich mich damit auch nicht beschäftigen. Denn im schlimmsten Fall würde es ja dazu führen, dass ich mich mit anderen Dingen, die ich nicht kenne, auseinandersetzen muss und dann muss ich mich verändern oder so oder mit mich selber beschäftigen. Und das ist anstrengend und das will ich nicht. Und von daher kann ich diese Tür einfach zulassen, wenn ich weiß, das sind die anderen und ich habe damit nichts zu tun. Ähnlich ist es, glaube ich, mit der Kiste der Philosophie. Sobald Menschen nämlich merken, da kommt jetzt irgendwas, was so eine Art Draufsicht ist. Und das ist ja durchaus eine Definition von Philosophie, dass man sagt, Philosophie ist eine Draufsicht der Dinge, eine Vogelperspektive, eine Beschreibung von Systemen, Beziehungen, Menschen, whatever, von oben, nicht von oben herab, aber als Übersicht quasi. Und auch das kann unangenehm werden, denn auch da muss ich mich im schlimmsten Fall mit mir selber beschäftigen oder mit meinen Beziehungen oder mit meinem Handeln auseinandersetzen. Und das kann halt auch wehtun und das möchten, glaube ich, viele nicht. Und dann ist es einfacher zu sagen, okay, das ist jetzt Philosophie. Ja, höre ich mir an, finde ich vielleicht ganz interessant. Aber ansonsten muss ich mich auch damit weiter nicht beschäftigen. Wir merken das bei uns im Podcast immer mal wieder, wenn wir Gäste da haben und wir stellen dann mal Fragen, tun wir ja oft, die nicht nur so an der Oberfläche sind, die dann mal so ein bisschen aufs Tiefere dahinter abzielen. Und dann kommt sehr oft, oh, das ist jetzt aber philosophisch. Ja, warum machst du denn das und das und das? Oh, das ist philosophisch. Merkt man immer, okay, also dieses ganz normale Oberfläche, dieses Hamsterrad, in dem man sich so jeden Tag bewegt, das ist nicht philosophisch und alles, was so ein bisschen drauf guckt oder dahinter gucken möchte, das wird dann philosophisch. Und bei dahinter gucken, also hinterfragen, sind wir beim zweiten Aspekt, der mir so aufgefallen ist mit der Beschäftigung mit Philosophie oder warum ich als philosophisch wahrgenommen werde. Nämlich, dass ich tatsächlich glaube, ich habe in den letzten Jahren dieses Hinterfragen, das Hinterfragentum, das gibt es da, das Hinterfragsamsein, Hinterfragtum. Das Hinterfragtum habe ich immer mehr bleiben lassen. Ich habe eine Zeit lang sehr, sehr viel, sehr alles hinterfragt und habe gemerkt, das tut mir nicht gut und es tut der Welt auch irgendwie nicht richtig gut. Und deswegen bin ich von diesem zweifelnden, dauernden Hinterfragen immer mehr in diese Vogelperspektive gegangen und habe angefangen, die Dinge von außen oder von oben zu betrachten. Ich habe gemerkt, das ist eine sehr viel komfortablere und vor allem auch gelassenere Haltung, wenn man die Dinge von oben betrachtet. Und dieses Hinterfragen, das hat mich sehr, sehr unzufrieden gemacht. Denn letztlich verliert man ja mit einem dauerhaften Hinterfragen auch Vertrauen. Also wenn ich mich hinterfrage, wenn ich Menschen, Beziehungen hinterfrage, wenn ich Systeme hinterfrage, wenn ich die Politik dauerhaft hinterfrage, wenn ich alles auf einmal nur noch hinterfrage, dann verliere ich ganz viel Vertrauen. Und Vertrauen ist, finde ich, ein hohes Gut und ein viel, viel Wert. Und das macht halt vieles kaputt, wenn ich Vertrauen verliere. Und
ich habe angefangen, nicht mehr alles zu hinterfragen. Das heißt nicht, dass ich nicht kritisch bin. Das heißt nicht, dass ich naiv bin. Sagt jeder von sich, glaube ich. Ich muss für mich und die Welt nicht alles hinterfragen. Entspannter finde ich das, von oben drauf zu gucken und meine Schlüsse zu ziehen. Und wenn man ganz ehrlich ist, dieser dauerhafte, zweifelnde Zustand allem, auch Menschen gegenüber, der macht nicht glücklich und zufrieden, der macht Stress und im schlimmsten Fall macht er auch radikal. Ich war damals auch einigermaßen radikal, zumindest barfuß gegen Medizin und so weiter, ernährungstechnisch vegan und so. Also es ging schon in eine leicht radikale Ecke zumindest bei mir. Und ich habe gemerkt, das tut nicht gut. Also das tut mir nicht gut und das tut dem Rest der Welt auch nicht gut. Und es ist auch nicht unbedingt zielführend. Und auch wenn wir glauben, dass wir alle so super kritisch sind und rationale Wesen, weil wir dann nämlich frei sind in unseren Entscheidungen, wenn wir nicht von unseren Emotionen geleitet werden, was nicht stimmt, was erwiesenermaßen nicht stimmt. Alle Entscheidungen letztlich fällen wir irgendwie doch auch mit Emotionen. Es ist extrem schwer, wirklich sachlich und rational zu sein. So merken wir dann, wenn wir nur noch in diesem Modus sind, glaube, das will eigentlich keiner so wirklich. Von daher, deswegen möchte ich euch heute mal dazu einladen, vielleicht die Dinge mal wieder etwas philosophischer zu betrachten. Das könnte sein, dass das zu etwas Gelassenheit führt. Wir sehen uns beim nächsten Video wieder. Ich wünsche euch eine großartige Zeit. Lauft frei! Ihr dürft diesen Kanal hier gerne abonnieren, müsst ihr aber nicht, denn seid ihr freie Menschen, genauso wie ihr freie Läufer seid. Macht's gut, bis dahin. Ciao, euer Emanuel. Vergessen. Gerade beim Laufen alles aufgeschrieben. Also, natürlich habe ich was vergessen. Zwanghaftigkeit. Irgendwie habe ich das gesagt, glaube ich. Körper hinterfragen. An den Körper zweifeln und so habe ich das thematisiert. Aber habe ich jetzt nochmal gesagt. Ihr wisst, was ich meine, vermutlich. Ist auch nicht so gut, wenn ich ständig meinen Körper anzweifle und so, ne? Also nie eigentlich. Pernikus, oh Gott, ich hätte noch viele Themen anschneiden können, aber ich hinterfrage das ja mittlerweile, ob ich so lange Videos immer machen sollte. Jetzt komm auf den Punkt, Alter. Deine Videos sind viel zu lang, du hast 5000 Mal das Gleiche gesagt. Ich weiß nicht, ob die Leute, die das schreiben, diesen Dialekt haben oder die. Wahrscheinlich. Tschüss.